damit, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Assassin's Creed Mirage. Ja, ich weiß, eigentlich wollte ich ja Assassin's Creed Valhalla weitermachen, aber dann kamen leider noch die Schulferien dazwischen, wo es bei mir sowieso immer so ein bisschen ungemütlich ist mit Aufnehmen, weil wir halt wenig zu Hause sind und viel unternehmen in der Zeit. Und ja, dann habe ich mir gedacht, da Mirage nicht so groß sein soll, also nicht so, ja, hunderte von Stunden gefühlt und auch in echt umfassen soll, wie eben Valhalla, dass ich das erstmal komplett dazwischen schiebe und dass ich dann danach mit Valhalla auf jeden Fall aber weitermachen werde. Ich sehe übrigens gerade, das Feuerdämonenpaket sieht auch gar nicht so schlecht aus. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wie immer habe ich natürlich die Musik deaktiviert. Es ist aber sehr schöne Musik, so, ja, Bagdad-Musik, sage ich mal, dabei, wo die immer so und so im Hintergrund laufen lassen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Aber wie gesagt, aus lizenzrechtlichen Gründen schalte ich die immer aus, damit ihr dann auch schneller eure Videos online habt und die auch online bleiben. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal in ein neues Spiel rein, wenn mich denn mein Controller lässt. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleitet zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen?
Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. So, ich habe mal eben einen kleinen Cut gemacht. Es tut mir leid, aber ich musste die Vibration vom Controller ausschalten. Das war ja grauenhaft. Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Komm in die Hufe, Basim. Ja, ist gut. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Ich will ja nur mal kurz die Sachen angucken. Kann ich hier noch irgendwas mit... ja, ist ja gut. Es braucht nur wenige schlichte Werkzeuge, um die größte Moschee zu bauen. Ich hoffe, deine Weisheit begleitet mich weiter, Vater. Wo auch immer du sein magst. Du sagtest, wir hätten einen Auftrag. Erledigen wir ihn. Ja. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Dawish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge. Dawish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Du setzt dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Ja, wo will sie denn jetzt hin? Okay. Nein, geh da rein. Okay, also wir müssen ein bisschen Parcours laufen, damit wir uns hier einstimmen sozusagen. Das ist immer wieder schön. Wo ist sie jetzt hin? Da. Hui. Yep. Ich liebe es, wenn man immer so irgendwo rumspringen kann, wie so ein Äffchen im Baum. Also ich persönlich könnte das nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde das absolut geil, so bei Assassin's Creed. Spring mal hier. So. Sie ist... Halt, stopp. Wo ist sie denn jetzt hin? Da oben, oder was? Wie ist sie denn da hochgekommen? Kann man hier klettern? Ja. Kuckuck. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein. Ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Okay, springen wir einfach mal runter. Hallo? Spring, mein Äffchen, spring! Vielleicht sind Sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, nein, ich habe selber kein Geld, tut mir leid. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt... Ich bin nur eine arme Gamerin, die kein Geld hat. Wo muss man jetzt hin? Da. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Mhm. Machen wir. Sobald ich den Händler finde. Achso, da hinten. Okay. Adlerauge? Und jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Lalalalalalala. Ach, das kann ich wieder ausschalten. Folge Nihal, aber ich weiß nicht, wo sie hin möchte. Nihal? Die steht immer noch da hinten. Ich denke, man soll weg, bevor jemand was bemerkt.
Und sie steht da einfach nur so cool rum, so, ich war's nicht. Ja, dann beweg dich doch endlich mal. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Was denn? Dieser eitle Gockel da. Er muss etwas von Wert dabei haben. Meinst du? Na gut. Setze das Adlerauge ein, um Beutel zu finden, welche Kostbarkeiten enthalten. Drücke in der Nähe Y, um einen Taschendiebstahl zu verführen. Drücke im richtigen Moment erneut Y, um den Diebstahl erfolgreich abzuschließen. Okay. Adlerauge, Y. Was könnte es Wichtigeres geben? Komm her! Sehr geschickt. Ich bin zwar noch Neuling, was das betrifft, aber ich kann alles. Ich lerne schnell. Dort drüben an dem Stand. Sie hat auch Geld. Wer denn? In Rot, das ist, glaube ich, eine Wache, oder? Oh, okay. Die schaut doch gerade nicht zu mir. Ihre Beute ist bei mir. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sicher schon. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin muss. Achso, Moment, oder? Doch, eigentlich weiß ich schon. Glaube ich. Ich folge einfach mal dem Zahnrädchen. Ich lasse die einfach mal da stehen. Lass uns mal dem Zahnrädchen folgen. Vielleicht finden wir unser Ziel. Oder wie Gerissen jetzt sagen würde, bei dem Lärm hier kann ich meine eigenen Gedanken nicht hören. Kommen wir denn da am besten rüber? Doch, hallo, der arme Esel. Haben die dich erschreckt? Haben die dich erschreckt, böse Leute? Waren böse Leute. So. Hier sollten wir uns treffen. Nee, hier sollten wir uns nicht treffen. Geht weiter. Weg da. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was... Sieh an. Da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment! Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geht zur Seide! Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass das immer so im Haken ist. Also es ist wesentlich mehr am Haken als Valhalla, muss ich sagen. Nimm mir deinen Preis, ich werde ihn bezahlen. Okay. Haben wir denn hier irgendwas, was von Wert ist? Nicht, dass wir ihn bestehlen wollen, aber... Er scheint nicht so. Moment, da ist... 60 Meter in die Richtung. Nee, das ist beides das Gleiche. Du bist auf dich allein gestellt. Ja, das war mir klar. Einfach ins kalte Wasser werfen. So haben wir das gern. So. Oha.
Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib Ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte, und entsorgt den Rest. Warte hier. Ah, lass mich bloß nicht B drücken. Ja, genau, B drücken. Wollte ich ja schon die ganze Zeit. Ich darf mich nicht bewegen, das ist schlecht. RB ist rechts oben, ne? Also R1, okay. Darf ich hier? Also. Macht er automatisch, okay. Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Also wir haben 3 Wachen, einen mit einem Schlüssel, den wir vermutlich dann auch brauchen. Ja, super. Kann ich, wie war das nochmal? Ich kann nicht pfeifen. Nein. Ich will aber pfeifen. Och, Mann. Kann ich hier wirklich nicht pfeifen? Doch. Ah. Aber mit einer anderen Taste. Komm. Komm, mein Kleiner. Merkwürdig. Komm, hier ist ein Singvogel. Worüber habe ich eigentlich keine Klinge? So, Moment. Da sind Leute. Wenn ich jetzt wüsste, ob die Alarm schlagen, ne? Da hinten sind, wie gesagt, Wachen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir den Schlüssel brauchen. Aber ich kann es trotzdem mal ausprobieren, ob wir ohne reinkommen eventuell. Oh, Moment. Jetzt teilen die sich auf, oder was? Echt jetzt? Ja, komm. So, jetzt haben wir schon mal den Schlüssel. Wo ist denn der andere hingegangen? Der sitzt jetzt da hinten friedlich. Ich denke mal, man sollte so reinkommen können. Hier ist die Tür. Verschlossen. Mhm. Nicht mehr lang. Hallo, ich dachte, ich habe den Schlüssel. Hä? Ich habe doch gerade einen Schlüssel eingesammelt. Was ist das denn? Kommen wir gar nicht rein, ne? Die Frage ist... Das ist auf jeden Fall hier drin. Wenn der Typ mit dem Schlüssel jetzt nicht den Schlüssel hatte, wie soll man denn da reinkommen? Oder hat er den nur eben nicht automatisch genommen? Das kann natürlich auch sein. Geh da runter, los. Geh bloß nicht in die Hocke, wenn ich 5-mal drauf drücke. Das tragen. Ja, aber er hat ihn ja auch eben geplündert, also. Na komm. Ich hoffe, ich kann ihn auch von hinten erschlagen. Ja, wenn ich auf Tragen gehe, möchte ich, dass du ihn trägst. Komm. Komm, trag ihn hier rein. So, das Problem ist, wir müssen hier vorne rein. Wie kriegen wir denn einen Schlüssel? Wenn der Typ mit dem Schlüssel keinen Schlüssel hat. Die
Olle hier, die kommt mir irgendwie nicht so ganz koscher vor. Ich glaube, die wird Alarm schlagen, wenn ihr uns sieht. Komm jetzt schnell hoch. Hopp, 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 hopp. Ich hab doch den Schlüssel. Oder ist er da hinten drin eventuell? Schauen wir mal. Also wir haben da unten eine Wache sitzen. Die uns hoffentlich nicht sieht, wenn wir hier oben rumlaufen. So. Hier gibt es noch einen mit einem Schlüssel. Okay. Der läuft jetzt hier drinnen rum. Wie komme ich denn da rein? Ja, bleib bloß nicht oben. Der ist da drin, aber wie komme ich da rein? Von der anderen Seite wohl eher nicht. Was war das? Kommt der irgendwo raus? Seid bereit. Der Feind wurde hier drinnen gesichtet. Nee, er wurde nicht gesichtet. Vor allen Dingen nicht da drinnen, sondern über dir, du Pfeifenkopf. Gut, dann also zurück. Also da komme ich nirgendwo rein. Vorne steht noch eine Wache davor. Da käme ich zwar runter. Ich weiß nicht, ob der da drinnen mich sieht. Das ist das Problem. Was ist denn der? Ist der jetzt über mir? Ach, der ist über mir. Okay. Wie komme ich denn da hoch? Ja, Truhe plündern. Komm, Truhe, nicht Truhe, aber egal. Hier komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Wie komme ich denn da hoch? Oh, wir tun immer nach hier, damit das nicht ganz so auffällig ist. So. Komme ich zu dem Typen da oben hin? Da hinten sind noch zwei Wachen. Ist der hier total abgekapselt oder was? Oder übersehe ich jetzt hier gerade irgendwas? Genau, tritt mal eben weg, kein Thema. Ich muss dann doch irgendwie durch ein Fenster oder sowas. Jetzt bin ich wieder ganz oben. Toll. Kann ich hier rein? Nee, ob ich da rein kann, nicht ob ich hier hoch kann. Ja, kann ich. Aber das ist nur zum Verstecken. Okay. Der ist direkt unter mir. Ich verstehe es nicht. Wieso ist hier kein Eingang? Von hier oben komme ich auf jeden Fall nicht rein. Hä?
komme ich zur anderen Seite, aber das bringt mir natürlich auch nichts. Da sind zwei Wachen. Ah, Moment. Komme ich hier rein? Tür verriegelt. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ist von der anderen Seite verriegelt. Och, kommt, Leute. Oh. Ja, komm weiter. Hopp. Weiter will er nicht. Da oben kann ich auch nicht rein. Da kann ich nur rüberklettern. Ja, wenn ich B drücke, zieht der sich nach oben. Was ist denn das? Und hier komme ich nirgendwo rein. Wie soll ich denn da rein? Also ich stehe hier scheinbar wirklich total auf dem Schlauch oder so. Keine Ahnung. Oder komme ich von hier unten eventuell rein? Da sind aber keine Wachen. Das sind nur die... Spring doch einfach mal da runter. Mann, wie oft muss ich hier B drücken? Hey, hier unten bin ich aber... Hallo? Bin ich aber eben auch schon mal rumgelaufen? Da war auch nichts. Da ist eine Tür. Oder auch nicht. Da hinten sind die anderen Wachen. Das gibt's doch nicht. Euer Ernst hier? Soll ich denn da rein? Ach! Nein! Oh, wollt ihr mich denn veräppeln? Wollt ihr mich denn veräppeln? Ganz ehrlich. Tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe hier echt total daneben gelegen gerade. So, mal eben alles entriegeln hier. Wir können jetzt da am besten, glaube ich, durch. Achso, das müssen wir länger entriegeln. So. Wie kommen wir da jetzt wieder? Eigentlich solltest du rüberspringen, aber so ist auch gut. So. Die Wachen sind alle ausgeschaltet. Ist einer drin? Da. Ist es das, wonach ich suche? Okay, da ist Geld drin. Und? Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Vielleicht bekomme ich den alten Griesgram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. Sehr schön. Ich kann ja auf jeden Fall noch was einsammeln. So, haben wir hier noch was? Nee, aber kehre zu Davis zurück. Schauen wir mal, ob hier neue Wachen sind. Ich denke mal nicht. Sieht nicht so aus. Ich bin mir nicht sicher bei den Leuten, die hier laufen. Ja, aber die schlagen anscheinend auch nicht Alarm. Also... Vielleicht hat die eine sich auch nur erschrocken oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo ist der Eingang? Hi, Kleines. Hi, Große. Ich muss mal eben hier rein. Entschuldigung. Da ist der Eingang. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Solltest einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ah, Basim. Gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert.
Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Ja. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Jassy. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Händler abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ah, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jassib. Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Das ist schön. Also, wenn du es aushältst, zur Abwechslung einmal mir zu folgen. Ja, habe ich ja die Hälfte der Folge schon getan. Das ist schön, dass wir das dann zusammen machen. Aber ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das jetzt so wunderbar ist, weil das ja quasi nicht Auftrag Nummer 2 ist, wenn man so möchte. Und es tut mir leid, dass ich in der ersten Folge ein bisschen verpeilt war. Ich habe einfach den Eingang nicht gefunden. Gut, ich habe auch nicht darüber nachgedacht, einfach mal vorne hochzugucken. Sollte man vielleicht in Zukunft mal machen. Ich will die ganze Zeit von außen eindringen. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, mein Controller spinnt gerade wieder. Schnell einfach mal einen... Auf jeden Fall will ich mal eben einen schnellen Cut machen und sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.